Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel zur neuen Saison. Heute startet die Bundesliga wieder und zwar das Eröffnungsspiel macht Bayern gegen Hoffenheim. Ich tippe für meine Bayern 3-1. Ich habe die zwei Teams so auf, also ich habe mein Team so aufgestellt, wie es jetzt so wäre, also ohne Vidal und alles. Aber Goretzka habe ich jetzt leider nicht im Team. Also wenn FIFA 19 rauskommt, dann wird es natürlich wieder Orakels mit den richtigen Teams kommen. Ich habe zwar alles mit den Transferieren gemacht, aber ging irgendwie nicht. Dann machen wir es halt jetzt so. Dann starten wir mal. Also ich denke mal, dass die Bayern hoffentlich das Auftaktspiel gewinnen. Oh, Hoffenheim fängt schon mal gut an hier. So, neue Arten und weiter Abschlag. Und da ist natürlich schon wieder keiner. So wollte ich das eigentlich nicht. So, ich hoffe, ihr freut euch wieder auf Orakels jetzt. Erstmal nur für meine Bayern hier. Weitere weiß ich schon nicht. Habe ich noch nichts geplant bis jetzt. Weil das ja mit dem Schneiden alles schon ziemlich aufwendig ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, wie das Eröffnungsspiel, wer da gewinnt und wie es ausgeht vielleicht. Also euer Tipp. Mein Tipp habe ich ja schon gesagt, ich kann es auch oben nochmal einblenden. Ich werde es oben rechts wahrscheinlich einblenden. Bin mal gespannt, ob Gnabry direkt spielt, aber ich denke mal, dass er erstmal mit der Bestbesetzung hier aufspielen lässt, der Herr Kovac. Ach, schade. Also ich denke nur, dass Robert Lewandowski im Sturm ist, in der Abwehr Hummels und Boateng. Linker Verteidiger natürlich Alaba. Rechter Verteidiger ist Kimmich, mein Lieblingsspieler bei den Bayern. Im defensiven Mittelfeld würde ich jetzt sagen Martinez und Thiago vielleicht. Offensiv würde ich James Rodriguez aufstellen. Rechts außen Robben natürlich, links außen Ribéry. Ich glaube, Lewandowski habe ich schon gesagt. Lewandowski wird schon den Sturm machen, obwohl ich den gar nicht so mag. Der möchte er gerne weg. Ich hätte ihn auch ziehen gelassen. Also mir wäre das sowas von egal gewesen. Wenn keiner mehr bleiben möchte, dann soll man ihn auch ziehen lassen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr meint, ob er gehen sollte, weil er gehen möchte, ob man ihn hätte ziehen lassen sollen, ob die Bayern das richtig machen. Also er hat ja schon nicht schlecht gespielt in den Testspielen und im DFB-Pokal. Naja, DFB-Pokal war ja auch nicht so berauschend. Also so viele Transfers waren jetzt eigentlich auch nicht, was die Bayern getätigt haben, dass das Team so jetzt nicht sich einspielen müsste. Eines der richtigen Neuzugang ist ja Leon Goretzka von Schalke. Gnabry war ja schon gewechselt, ist aber nur nach Hoffen,
nach Hoffenheim ausgeliehen gewesen. Ja. Rudi, da gibt es ja auch noch Gerüchte, dass er vielleicht nach Schalke oder. Wo soll er nochmal hin? Boah, jetzt habe ich es vergessen. Mal überlegen, ob es mir nochmal einfällt während dem Spiel hier. Wo Rudi noch im Gespräch war. Schalke und. Das ist ja auch nicht so wichtig jetzt. Also wenn Lewandowski wirklich noch weggehen sollte, müssten die Bayern eigentlich noch tätig werden auf dem Transfermarkt, denke ich mal. Weil Sandro Wagner alleine da vorne ist ja auch jetzt kein Spitzenstürmer, so wie Lewandowski oder Aubameyang zum Beispiel. Ja. Aber ich wüsste auch nicht jetzt, wen man da verpflichten könnte. Hm, 0-0 noch zur Halbzeit. Das ist natürlich lächerlich. Schüsse 1 zu 5, Schüsse aufs Tor, 0 zu 4. Oh. Ach, ich bin ja wirklich schlecht hier. Wir machen erstmal noch nichts. Weißt du, also ab der 60. werde ich mal ein bisschen wechseln. Ah, da waren sie wieder schneller hier. Fuß dazwischen. Ja, ich bin schon richtig heiß auf die neue Bundesliga-Saison. Oh oh. Neuer hat ihn gehalten. Warum spiele ich so kacke? Gibt's nicht. Oh oh. Jetzt aber hier nach vorne bitte. Ich spiele mal halt hier mal über links, über Ribery. Ja, FIFA 19 könnte vielleicht cool werden. Vielleicht werde ich es mal anspielen am Samstag, wenn ich überhaupt durchkomme. Auf der Gamescom. Ja, lächerlich hier. Ja, es können jetzt Ribery und Robbens letzte Saison werden, vielleicht. Außer sie spielen nochmal richtig gut auf in dieser Saison und dann verlängern die Bayern vielleicht nochmal um ein Jahr. Man weiß es ja nicht. Aber ich denke mal, Gnabry und Coman sind ja auch noch sehr gute Außenstürmer. Ich finde sogar Gnabry noch besser wie Coman. Bei Coman fehlt noch ein bisschen irgendwas. Renato Sanchez, jut. Er könnte auch mal großer werden, wenn er denn möchte überhaupt. Manchmal denkt man, er will gar nicht. Ah, so, wir haben hier die 60. jetzt. Dann werden wir mal hier auswechseln. Ja, mache ich mal Coman rein. Warum ich jetzt Robben hier als Kapitän hatte, keine Ahnung. Und Lewandowski mache ich mal rein. Ach, Lewandowski raus, so, und Wagner rein. Müller wird heute nicht mal, vielleicht später noch reinkommen, mal gucken. Wenn jetzt wirklich nichts passieren sollte. Aber wir werden mal schauen, ja. Ich werde wohl hier noch irgendwie ein Tor schaffen. Also wenn die wirklich so spielen morgen, dann wird es ein langweiliges Spiel. Ach, gibt's ja nicht. Durchkommen im Moment. Ah, nein.
Kann nicht wahr sein. Komm schon. Ran hier. Come on. Oh yeah. Ja. Goal, 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 goal. 1-0. Oh, Boateng. Der Boateng hat getroffen. Okay. Sehr nice. Tor für den FC Bayern München. Aber ein 3-1 werde ich jetzt nicht mehr hier packen. So wie ich das voraussage. Also mein Tipp meine ich. Dann gehen wir hier mal über Kimmich. Was tust du? Ach, no. Ich glaube, ich wechsle noch einmal aus. Rodriguez raus. Müller rein. Vielleicht tut sich dann noch was. Mal schauen. Wenn er überhaupt noch reinkommt, weil, ja. Das Spiel muss ja erstmal unterbrochen sein, um wechseln zu dürfen. Das hätte ich kommen sehen müssen. Abseits ist. Jetzt ist er ja doch noch reingekommen. Vielleicht gibt es ja noch ein bisschen Nachspielzeit, aber auch schon nicht viel. Hey. Das finde ich nicht lustig hier. Was soll das? Ich hoffe nicht, dass die jetzt gerade Marc Uth im Sturm haben, weil der ist ja eh weg. Ist ja gewechselt. Oh, doch. Scheiße. Na egal. Hauptsache ein Orakel, oder was man eher. Was tue ich? Was tue ich? So, ihr könnt es nochmal sehen. Spielinfo: 5 Schüsse, 8 Schüsse, Hoffenheim. 2 Schüsse aufs Tor, 6 von Hoffenheim. Ballbesitz, die waren überall besser. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, nehmt es mir nicht übel, weil die Mannschaften noch aus der letzten Liga sind. Letzten Saison meine ich. Wenn ihr neue Mannschaften sehen wollt, dann müsst ihr warten, bis FIFA 19 rauskommt. Dann gibt es auch wieder originale Mannschaften mit den Transfers. Ja. Dann bis zum nächsten Mal und ciao.